Hallo an alle, ich bin Rebuto und willkommen zurück zu Warframe. Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel gelesen habt, machen wir heute endlich mal wieder eine Quest. Und zwar Call of the Tempestari, die Severgoth-Quest, wo wir, ja, wie schon gesagt gerade, den Warframe Severgoth rausbekommen können hier. Ist noch unvollständig, wir haben die Quest noch nicht gespielt, aber das sollten wir jetzt eigentlich auch mal machen. Wir haben schon lange keine Quest mehr gespielt und deshalb würde ich sagen, gehen wir hier direkt mal rein. Ruf der Tempestari, auf Englisch natürlich Call of the Tempestari. Voidstürme sammeln sich in der Spur der Korpus. Könnte ein mysteriöses Schiff der Grund sein? Überprüfe den Posteingang, aber davor müssen wir es natürlich beginnen und das machen wir direkt. Und wir haben im Posteingang von Cephalon Syvas bekommen. Gelegenheit zum Hinterhalt, mobilisiere den Railcheck Crew. Korpuskonvoi bewegt sich zum roten Bereich des Void-Raums. Schifffahrtswege längst aufgegeben. Void-Stürme, Anomalien, temporale Geistererscheinungen. Denkt an die Luzretia. Spricht mir so aus? Keine Ahnung. Plattform. Das endgültige katastrophale Resultat für das Void, Vordringen an diesen Ort. Wir sind dort nicht willkommen, doch die Korpus kehren zurück. Es wäre dumm, nachzuforschen. Bereit machen, wir sind dabei, etwas Dummes zu tun. Cephalon Sai. Alright. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt ja eigentlich die Quest hier aktiviert. Fange den Konvoi der Korpusschiffe ab. Silberbogen Vale, Stufe 15 bis 18. Jo. Gehen wir doch da rein. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Wir müssen irgendeinen Konvoi abfangen. Und wir sind in unserem Railcheck. Alright. Da fliegt irgendein anderes Schiff. Ja, das haben wir gesehen hier. Das andere Schiff. Okay, das heißt, wir müssen hier Boxen zerstören, um Ressourcen zu finden. Ja, da oben ist doch irgendwo eine Kiste. Und wir müssen ein Bergungsteam zerstören. Jawohl, die haben wir schon mal weg. Da hinten ist noch einer. Hallo. Den haben wir auch. Und wir müssen weiter nach Ressourcen suchen. Ja, komm. 4 Container noch. Wieder meine ich. Wir das Bergungsteam besiegen. Okay. Ich erkenne hier schon ein bisschen eine Wiederholung. beseitige das Bergungsteam. Achso, okay. War ein bisschen zu schnell. Okay, und schon wieder nach Ressourcen sammeln, suchen. Alles klar. Okay, wieder 4 Container. Hallo, darf ich schießen? Danke. Okay, Rückzug. That escalated quickly. Okay. Irgendwie kommt jetzt Unterstützung, müssen wir uns hier zurückziehen, oder wie? Aha, sie ist also die Captain. Und sie will hier unser Schiff übernehmen, oder wie? Nee, nee. Oh, okay. Was kommt jetzt? Okay, da ist wieder das Schiff. Ein unbekanntes Schiff. Phosphine glyphs. That takes
I see you, you bastard. I see you. Okay, wir müssen dem Schiff ausweichen anscheinend. Contact Parvos Granum immediately. Get me authorization for my. Wo ist denn das Schiff? Tell him I've found. Ich sehe das Schiff gerade ehrlich gesagt nicht. Achso, wir können doch aber gar nicht drauf schießen, oder? Ne, wir machen gar keinen Schaden. Wir müssen dem nur ausweichen, okay. Gut, meine Crew muss da jetzt eigentlich auch nicht drauf ballern. Evasive. Focus shields. Isolating escape corridor. All hands, evasive maneuvers. Okay, Ausweichmanöver. Wo müssen wir ausweichen? Okay, festhalten, alles gut. Okay, jetzt sind wir hier. Captain Glad escaped. Knows something about that vessel. Crew, infiltrate and recover Orokin era naval records. Our ghost ship has a name. I want it. Okay, wir wollen, oder er. Severon Sile, wildes Schiff, nähere dich dem Corpus Pillar. Machen wir doch glatt hier. Ja, was war das jetzt für ein Schiff? Ein unbekanntes Schiff, keine Ahnung. Und wir müssen uns mal hier die Sicherheitsknoten zerstören, 4 Stück davon. Okay, und jetzt müssen wir da rein, alles klar. Wo geht's rein? Da geht's rein. Alles klar, alles klar, alles klar. Das Korpusschiff hier betreten. Rein da. Messmaske müssen wir aktivieren und wir müssen eine Spionagemission machen. Ich kann schon nicht mehr reden. Wow, fängt schon wieder gut an. Da kommen wir nicht durch. Alles klar. Okay, dann rennen wir natürlich erstmal zu Tresor A. Ich hoffe mal, dass wir da mit Revenant jetzt gut durchkommen. Und nicht failen, weil ich denke nicht, dass wir da failen dürfen. Aber schauen wir mal. Okay, einmal reinhacken. Da ist eine Kamera. Die machen wir schnell mal weg. Ah, den müssen wir auch noch wegmachen. Komm, weg mit euch hier oben. Dann geht's hier unten vielleicht rein. Hier können wir vielleicht noch den Alarm ausschalten. Ist der Alarm überhaupt angewiesen? Weiß ich nicht. Okay. Weiß, wo wir rein müssen, alles klar. Ist nur die Frage, wie wir da reinkommen. So auf jeden Fall nicht. Da können wir uns reinhacken. Sind wir da schon mal drin? Hier können wir nichts hacken. Irgendwo müssen wir doch jetzt die Laser ausmachen können. Würde ich mal behaupten. Ist nur die Frage, wo. Und da müssen wir doch rein. Ich will jetzt hier eigentlich keinen Alarm auslösen. Puh, gute Frage. Gibt es hier irgendwie einen Schacht, wo wir rein können? Nee, der ist zu. Da kommen wir nirgends rein. Da oben sieht es auch ziemlich zu aus. Oh nein. Okay, das war jetzt natürlich doof. Na, da müssen wir jetzt anscheinend durch. Okay.
Da bin ich zu nah an der Tür gewesen. Egal. Haben wir trotzdem abgerufen, die Daten. Alles gut. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt eher schneller durch und schauen uns hier nicht so genau oder ja, versuchen hier jetzt nicht perfekt durchzukommen. Schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Aber es, wir schaffen es ja trotzdem. Auch wenn wir den Alarm auslösen, müssen wir nur schnell genug sein. Aber das geht anscheinend trotzdem gut. Perfekt. Hier rein. Das da oben ausmachen. Kurz mal warten, bis der Laser wieder hier wieder hoch ist. Dann können wir da drüber springen. Hier fährt, glaube ich, auch einer rum. Ah, von oben nach unten. Hier können wir irgendwo rein. Ah, okay. Bin ich da nicht gerade hergekommen? Ich glaube, da bin ich gerade hergekommen. Das war, glaube ich, ein bisschen der falsche Weg. Kann ich da die Laser ausschalten? Jo. Aber nur die. Der kommt von unten nach oben. Da könnten wir sogar so drüber springen. Da schalte ich mal die Kamera noch schnell aus. Der geht nach unten. Okay, da können wir einfach durchlaufen. Beziehungsweise auch drüber springen. So. Dann die Laser abschalten. Hier reinhacken. Dann haben wir es diesmal sogar ohne Alarm auslösen geschafft. Perfekt. Und. Exemplary Service Record. Rescue Total 2017 Souls. Cited for bravery in the second and third Tharsis engagements. Multiple commendations. A legend. Okay, jetzt noch das letzte Hacken, die letzte Information hier raussuchen. Rausbekommen so. Raushacken. Aber bis jetzt ist auf jeden Fall die Quest nicht zu schwer. Also, das sollte hier jeder hinbekommen. So, ja, solange man natürlich einen Railcheck hat, das ist natürlich hier Voraussetzung. Ohne das wird es nichts. Da oben haben wir eine Kamera, die machen wir weg. Da kommen wir links durch. Die machen wir auch weg. Die gehen weg. Da ist eine Kamera. Die darf uns natürlich hier nicht sehen. Ah Mann, als ob wir die nicht getroffen haben. Und hier ist jetzt nichts mehr, oder wie? Gut, gehen wir einfach durch. Perfekt. Also nicht allzu schwer. Nicht schwer überhaupt eigentlich. Überhaupt nicht schwer. So, das wollte ich sagen. Gut. Haben 3 Stück geschafft. Interesting. Final mission contains a black mark. Refusal to withdraw. Logs record final transmissions. Calling into the void. Before being engulfed. She has been calling ever since. The Tempestari went down saving lives. She still waits for an answer. Okay. Sie ging unter, als sie Leben rettete. Alles klar. Tempestari ist das Schiff jetzt, würde ich mal behaupten, oder? Und wir müssen zurück zum Drockendock. Okay. Okay, fliegen wir sogar selber hin, perfekt. Oder automatisch meine ich natürlich. Gut, ersten Teil geschafft. Eine Spionagemission war jetzt nicht zu nicht schwer wirklich. Aber wir haben zwei neue Mods bekommen, cool. Das ist natürlich nice. Chance, dass ein Crit-Treffer von geschützten Schildwänden simuliert. Suffering, searching for one final rescue. Saving us may enable her to complete her duty.
Ooh, right in the finances. Danke, dass du mir hier reinredest. Okay. Also müssen wir es jetzt irgendwie dazu bringen, dass sie uns rettet oder wie? Wie soll ich das verstehen? Gib der Tempestari ein Zeichen. Auf Pluto müssen wir. Okay, gehen wir rein. Tempestari ein Zeichen geben. Okay, Tempestari ist anscheinend wirklich das Schiff, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Zwischensequenz überspringen wir mal. Weil da werden wir eh nur hier reingeschossen. So, wohin müssen wir fliegen? Okay, wir sind zurück im Railcheck und müssen zur markierten Koordinate. Holy shit, was passiert? Okay, das Schiff ist wieder da. Wir bekommen Schaden. Ausweichmanöver, jawohl. Okay, wir müssen den Angriffen ausweichen. Welche Angriffe? Okay, wir haben wieder Kommunikation. Okay, wir müssen es nur hier ausweichen, alles klar. Mehr nicht. Ja, so soll es auch sein. Perfekt. Hat geklappt anscheinend. Oh, sollen wir jetzt drauf gehen? Oh ja, nice. Na cool. Wir dürfen auf das Schiff. Nice, nice, nice. Okay. Fliegen wir mal schnell rüber. Und betreten hier die Tempestari. You have been invited into an unknown realm. Tread lightly. Okay, erreiche die Brücke. Ui, Severgoth. Da steht er, oder die, ich würde mal, ist ein nicht der oder die, einfach ein Schatten, okay. Ja, da steht er vor uns und zeigt auf uns, oder wie? Ja, dann würde ich sagen, helf mir doch. Oder? Benutze den Parason. Okay, wir kommen hier jetzt die Daten vielleicht raus. Dadurch. Jawohl. Their shields are down. Oh, sweet Zeno. Na, die kommen mir nicht so sympathisch rüber. Oh, was passiert hier? Das sieht gar nicht gut aus. Exosuit, when the Tempestari destroyed Lucretia platform. I drifted for days. Among the frozen fragments of my crew, my sisters. I dreamed their dead, gaping mouths were singing with me yet. Oh, cool. So it's into the void, now me girls and me boys. Mit Musik.
singt sie jetzt. Krass, und wir dürfen Severgoth spielen. Nice. Ja, coole Musik hier. Nice. Umarmen. Wir haben hier Fähigkeit anscheinend. Umarmen, was bringt das? Ah, okay, das zieht die Gegner her. Zwei können wir irgendwie... Oh no, nicht raus. Okay, wir können hier, ja, Severgoth jetzt spielen und den ausprobieren. Nice. Ist auch mal cool hier in so einer Quest. Einfach mal einen Warframe ausprobieren. Nice. Okay, mit zwei können wir so nach vorne gehen. Was ist drei? Okay, das weiß ich nicht. Wird es uns auch noch erklärt? Oh, sind wir gestorben? Okay, aufzehren ist zwei. Dann zählen wir hier mal ein paar auf, benutzen ein paar mal die zwei. Weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir jetzt die Fähigkeit einfach benutzen. Okay, einfach ein bisschen Severgoth spielen, wieso nicht? Auch nicht schlecht. Okay. Ja, ist schon witzig. Ja, müssen wir jetzt die ganze Zeit die Fähigkeit benutzen, bis eine neue kommt, oder? Wie muss ich das jetzt verstehen? Das konnte ich hier gar nicht lesen, was sie hier gesungen hat. Oh ne, schon wieder gestorben. Ernte des Todes. Okay, da weiß ich jetzt leider nicht, was die drei macht. Und schon wieder tot. Okay, macht auf jeden Fall aber nichts, wenn wir sterben. Okay, die vier konnten wir jetzt gar nicht ausprobieren, alles klar. Much we just don't know. So farewell with a kiss, then it's fast for the mist, till we're all sleeping in the cold below. Das war auf jeden Fall ein cooler Song, richtig gut. Tempest Story imprisoned. Solution. Junk the beam generator. Okay, den Strahlengenerator zerstören. Können wir irgendwie hinfliegen oder irgendwas kaputt schießen? Okay, nee, das ist anscheinend nicht. Können wir da irgendwie hinfliegen näher? Nee, können wir auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus einfach aus dem Schiff. Und fliegen mal zu der Markierung. Ah, die ist auch dahinter, okay. Okay, wir müssen hier hinten durch die Tür rein. Alles klar. My kind are the only monsters this system needs, Tenno. Ja, das, da bin ich mir nicht so sicher. I shall rip that ship to pieces and eat its heart. Corpus V4 Alpha Protocols. How retro. Okay, wir müssen ihn hacken, oder beziehungsweise er hackt gerade selber. Okay, und die gibt's hier Feinde, die das stören anscheinend. Und die müssen wir jetzt vermutlich mal killen, jawohl. Okay, hack gerade wieder bei 100%, perfekt. Jamming drones are a serious problem. Progress halted.
Jawohl, jawohl, okay, wir müssen hier die Drohnen zerstören. Okay, verstehe, verstehe. Aha. Okay, auf die Konsole zugreifen. Jawohl, verstehe ich soweit. Ah nein, nicht darunter fallen. Und damit zerstören wir jetzt den Generator, oder wie? Das sieht ganz danach aus, okay. Ich will da runter, hallo. Okay, zurück zum Schiff. Jawohl. Jawohl, jawohl. Nutze ich wieder das Tool hier. Ah, wo ist denn hier? Omni-Tool. Achso, können wir nicht. Ja, weil das Tempestari ist und nicht unser Schiff. Okay, verstehe. Okay, zurück an Bord. Und jetzt? Hier nach vorne. Tempestari is charging unidentified countermeasures. Stay in range. Swap down pests. Hey, die können wir gar nicht treffen. Ajo! Warte mal. Sind es Lenkraketen? Jo, haha, läuft. Einfach Aimbot. Einfach Aimbot. auf dem Schiff hier. Nice. Okay. Also nur die ganze Zeit nur drücken. Nice. Wir treffen also alles. Okay, das ist ja OP. Läuft. Okay, wir müssen nur die gegnerischen Jäger hier eliminieren. Ist mehr erstmal nicht. Und mit den Auto-Aim-Raketen ist das natürlich hier nicht schwer. Starten Gegenmaßnahmen der Tempestari. Okay. Was müssen wir machen? Ah, Bewaffnung. Ah, draufballern. Okay, ich verstehe. Okay, wir ballern also einfach drauf. Okay, verstehe. Okay, ich würde mal sagen, das war's mit dem Schiff gerade eben. Das gibt's nicht mehr. Okay, und was müssen wir noch machen? Okay, wir müssen uns zum Frachtraum begeben. Wer wartet da auf uns, oder was? Da sehe ich doch schon Sephagoth in der Kapsel drin. With his last spark of life,
Sevagoth embraced his shadow once again, and both were at peace. Also ein Happy End. Beide haben Frieden gefunden. Okay. Jo! Tschüss! Weg mit dir! Okay. Der wurde hier mal weggeschossen. Aber mit ordentlicher Geschwindigkeit. Den sehen wir wahrscheinlich nicht wieder. Oh, wir sind im Cranium Void. Oh, die Kapitänin. Ihr geht's irgendwie anscheinend nicht so gut. Würde ich mal sagen. Pavus Cranium ist es doch, oder? Holt er sie auf seine Seite, oder wie? Uiuiui. Nein, gar nicht gut. Und wir fliegen zurück und haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben eine Nachricht erhalten. Ah, das war alles. Okay. Sevagoth Reconstruction is possible. A task not to be undertaken lightly. Old warriors do not forget. Their debts. Prediction. We have not seen the last of the Tempest Story. Nice. Okay, wir haben die Quest anscheinend schon abgeschlossen. Um die Erinnerungen zu ehren, Übertragung von Tempest Story. Sevagoth Rekonstruktion möglich. Okay, ist gerade, was Cephalon Sai schon gesagt hat. Wir können also Cephalon, würde ich mal sagen, bauen. Ja, ist ja auch ein bisschen der Sinn davon, dass wir jetzt die Quest gemacht haben, dass wir Sevagoth bekommen. Und wir haben Railcheck-Skin, Tempestari, richtig cool. Werde ich, denke ich, vielleicht mal ausrüsten, je nachdem. Mal schauen. Und noch eine Statue bekommen, eine Fotora-Szene und Brex. Nice, die Fotora-Szene sieht auch cool aus. Okay. Ruf der Tempestari, Call of the Tempestari, Quest abgeschlossen. Und wir haben als Belohnung die Sevagoth Blaupause bekommen. Die Parts dafür muss ich natürlich noch farmen. Aber wir haben die Quest abgeschlossen. Ja, war auf jeden Fall eine einfache Quest, nicht allzu schwer. Und vor allem auch eine sehr kurze Quest mit einer halben Stunde. Ich würde mal sagen, wir verlassen hier mal das Dojo. Und schauen mal, ob wir hier Sevagoth dann schon in der Schmiede haben. Müssen wir eigentlich. Sevagoth, ja, ist in der Schmiede, nice. Cool. Das heißt, die Parts muss ich auch noch farmen, wobei dafür muss ich erstmal, glaube ich, bei den Railcheck-Missionen ein bisschen weiterkommen. Aber war auf jeden Fall eine coole, kurze Quest. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.